Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und natürlich auch neue Zuschauer. Ja, neueste Folge Age of Wonders Planetfall. Wie so oft. Einen Moment. Und meine Controller an- und abstöpseln. Dann müssen wir das drehen. Ja. So. Ja, ich weiß nicht. Also, wir werden wahrscheinlich bald die Kampagne spielen. Das Spiel hat eine richtige Kampagne. Und wie das alles abläuft mit der Kampagne, weiß ich noch nicht, weil ich mich darüber nicht informiert habe. Aber die Trainingsmission hier, das ist immer noch die Trainingsmission, nach 15 Stunden läuft ja schon 87 Runden und die endet nicht. Wir sind hier unten links auf der Minimap, lila, und der macht sich hier unten schon breit, der rote. Ja. Also wir machen, glaube ich, nochmal diese Folge jetzt und dann schauen wir uns in der nächsten Folge heute die Kampagne an. Wir haben heute den 23. Mai, Dienstag, 9:04 Uhr. Ja, ich fange heute wieder ein bisschen früher an. Gut, alles klar. Mal sehen, was hier abgeht. Operations primed and ready. Spiele. So, das ist fertig, ne? Production ready. Ja. Verteidigung der Basis. Ja, wir brauchen mehr Strom. Sonst können wir hier gar nichts machen. Warum wir so wenig Strom haben, weiß ich auch nicht. Was ist denn da oben los, sag mal? Aha. So, und wo sind unsere... Wo sind überhaupt unsere Siedler, sag mal? Die hat er platt gemacht. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das rumpelt manchmal und man sieht gar nicht, was da rumpelt. Siedler sind diese großen Besiedlungsraumschiffe. Ne, das ist ja ein Ding. Also da müssen wir... Das ist eine Frechheit. Der Rote hier überall, der ist sowieso sehr frech. Wir haben momentan wieder ein Friedensabkommen. Und trotzdem macht er weiter. So. Müssen wir mit dem Helden dahin, um das freizuschalten. Das können wir gleich mal sehen. So, mal sehen. Ne, steht auch so, Wahrzeichen. Geflüster der Zwietracht. Das ist eine neue Einheit. Zeige ich euch mal. Jetzt haben wir schon zwei davon. Klein. Aber was mich gerade wundert, bei dem mit 40 und der andere hat 28. Bewegungspunkt, da der 40. Muss wohl noch aufgelevelt werden. Das geht wahrscheinlich auch, ja. Gut, mal gucken. Nochmal aufwerten. Was ist hier los? Ach so. Ach, das ist, glaube ich, der ganze Sektor, der damit gemeint ist. 5 Runden. Energieeffizienz, ja, das ist sehr wichtig für Strom.
Hört ihr das Wahrzeichen? Komm ruhig mal vorwärts. Das Maus testen. Für Hilsada an. Mal gucken, Hilsada. Kann man anschließen. Das ist, glaube ich, eine Kolonie. So genau weiß ich das aber nicht. Weil es gibt ja so viele Sachen hier zum Überblicken. Dann kann man, im wahrsten Sinne des Wortes, mal den Überblick verlieren. So kann nur in Kolonien mit mindestens 4 Kolonisten produziert werden. Siedler, Kolonisten haben wir ja aber 10. Naja, wenn hier Kolonisten sind, haben wir an und für sich auch. Ist das eine Kolonie? Wir haben das schon ein paar weggenommen. Mal gucken, ob das ja auch eine ist. Nee, eigentlich nicht, ne? Ja, und wir lassen das erstmal. Wir können ja jederzeit, glaube ich, die Trainingsmission weiterspielen. So, was haben wir denn jetzt hier? Ach, das waren die. Der Auftrag hätten wir in 6 Runden abschließen können, aber das haben wir jetzt nicht geschafft. Elite-Militäranlage, ja, das ist gut. Stärkere Einheiten aufnehmen kann. Elite-Einheiten, ja. Ja, weil ich weiß nicht, ob man hier auch eine Kolonie aufbauen kann. Basis ist besser. So, ich bin auch nicht was los. Ich habe wieder mein Edelsteinwasser. Das schmeckt fantastisch. Wie ihr das alles herstellt, ich bin da schon oft genug drauf eingegangen, findet ihr in meiner Playlist Gesundheit für Körper, Geist und Seele. Oder am besten Edelsteinwasser bei Google eingeben. Und dann wisst ihr Bescheid. So, erstmal den Schneidersitz. Operations primed and ready. Ja, immer mehr Einheiten hier, das dauert nur eine Runde. Happiness event in colony. Wunderbar. Ja. Production ready. Ach, da braucht man für einen Siedler 350 Strom. Das ist ja irre. Aber den brauchen wir eigentlich gar nicht, wie wir vorhin gesehen haben. Wachstumskammern. Energie. Geil, wie sie das alles so aussieht, ne? Was der hier so gebaut hat, ne?
unser Hauptsektor, also unsere Hauptbasis. Production ready. Vorgelagerte Basis, jetzt können wir sie anschließen. So läuft das. Entschuldigung, das sind unsere Gegner hier. Die bin jetzt auf den Sack. Ich weiß ganz genau, was du getan hast. Weltuntergangswaffe. Beleidigung. Nee, wir nehmen gar nichts. Boden und Spiele, ja, das ist noch nicht hier aufgewertet. Hier, das haben wir. Ach, wenn man es einmal hat, dann hat man das Grab hier eigentlich auch. Hier aber nicht, ne? Na, überhaupt noch eine, hier, ne? Auch nicht. Dann hatten wir das wohl schon. Geht mir das aber. Auftrag erledigen. Aha. Widerstandsnest zerstören. Nur, das haben wir wohl schaffen da oben. So, nur 3 Einheiten. Wir hatten so nah rangezoomt. Moment. Eine Zeit dafür. Ich glaube, die holen wir auch noch mit ran. So, 3 Plätze sind da frei. Und das sind 4. Dann muss einer da raus. Volle Pulle 790. Können wir schon angreifen? Nein. Operations primed and ready. Tarnfeld zum Angreifen. Sehr gut. Sektor annexed. Wunderbar. Dann können wir jetzt wahrscheinlich das hier alles machen. Genau deswegen, was wir gerade gemacht haben, ne? Production ready. Die hat er noch gar nicht. Bald aber schon. So. Schon mal 2 Einheiten da. So.
was. Nee, das Tarnfeld brauchen wir. Rolled my thing. Er ist rausgekommen. Nee, wir sind reingegangen. Pinguin, was soll das denn? Neue Einheit. Aha. Na geil, was ist das hier? Waffengurt oder sowas, ne? Gut. In Ordnung. Objective completed. So, und jetzt können wir natürlich hier was einnehmen. Ja. Ach, hier ist er. Pinguin. Geil, der läuft auch wie ein Pinguin. Eins, zwei, drei. Ja, genau. Passt ganz genau. Hier los. Ach so, das ist klar. Was für ein anderer Auftrag, den wir nicht geschafft haben. Operations primed and ready. Beziehung kürzlich geändert. Die Paragon hoffen, dass wir die Diplomatie und den Anstand in Zukunft den Weg ebnen. Beginnen wir von vorne und arbeiten wir in unserer Zukunft. So, wunderbar. Da oben. Ja, wir angreifen, ne? Lassen wir mal angreifen. Es tut. Jetzt haben wir das Tarnfeld. Ach so, wenn ich angreifen will. Geht aber nicht. Lassen wir das. Only a chosen few can overcome their inborn weakness and learn to take joy from the suffering of others. It's time to inflict pain upon the world. Malikthor Num Elurg, magician of malice. Die ist nichts geworden. Das, ich bin eigentlich ein Profi im Drehen, im Stopfen, aber die Stopfmaschine hier habe ich schon locker über 10 Jahre. Immer noch dieselbe von LM. Besser. Würde manchmal nicht sagen, die hatte ich 20 Jahre. Des Gefehls. Ja. Oh, kann alles für sich hier mal hin.
könnten eigentlich auch mal uns auf die Reise machen. Sind hier noch rote Einheiten? Nö. Die regeln das hier drüben selber untereinander. Hier unten, aber das ist weit weg. Können wir... mal oben hier hoch und vielleicht ausbauen, die Basis. Also, ihr wisst, wie ich das meine. Der Spiel jetzt schon ein bisschen kennt. Operations primed and ready. Geht das ja noch nicht, das braucht... Was brauchen wir denn dafür noch? 2 von 8 haben wir. Ist eigentlich auch eine Aufgabe. Einen haben wir da schon von. Klagelied, einen hat er kaputt gemacht. Wir hatten schon 2. Es dauert ziemlich lange, bis das fertig ist. Was sind denn das da oben? Klonisten, ne? Strategische Operation. Ach so. Dadurch kriegen wir das. Oder? Wurde bereits vorbereitet. Happiness Event in Colony. Sowieso jetzt erstmal die letzte Folge in der Trainingsmission, weil ich die Kampagne ausspielen will mit euch. Und hier ist frei, ne? Wunderbar. Operations primed and ready. Das lassen wir in der Operation. Das ist fertig, ne? Production ready. Nice. Mal sehen. Bauen können. Na, werden wir hier weiter ausbauen. Production ready. Nice. Eigentlich ist das auch nicht hier unten drin. Das ist, hier ist es, 200 Strom, hier könnten wir das bauen. Ja. Ja, wir müssen alles auf Strom setzen, haben wir aber eigentlich auch schon. Aber wir bauen und setzen auch auf Strom, das kriegen wir schon alles schon hin. Aber trotzdem, wenn wir uns um die Kampagne kümmern, dann über andere Sachen um Ohren. Gucken. Oh, oh. Dann haben wir keine Chance. 1200 gegen 755. Rückzug. Ich glaube, die werden da nicht rauskommen. Alter,
den Sappel. Of course you can't live in this industrial zone. This is where we manufacture and ship out all the things you can't live without. Redik Flinkov, Divar Forman. Ja, Energieentwicklung. Ich glaube, das ist gut. Mit dem Strom, ne? Ich dachte, das kostet auch alles Strom, ne? Da dürfen wir erstmal gar nichts mehr bauen. Bis wir 200 Strom haben. Auch nicht. Ach so. Das kostet natürlich keinen Strom. Richtig. Operations primed and ready. Angreifen will er wohl, wa? Und dann gehen wir mal auf den Pelz. So, jetzt will er da nicht angreifen. Wo ist das denn? Da unten. Müssen wir ganz da runter und da die Einheiten töten. Das schaffen wir nicht, das machen wir auch nicht. Wir werden sowieso dadurch keine Probleme bekommen. Alter, der hat nur drei Einheiten. Macht der Armeestärke 200. Ja. Die holen uns danach aber gleich wieder zurück. Ach so. Ne, so wollte ich das eigentlich gar nicht. Moment. Ne, das wird jetzt zu weit führen. Ich glaube, wir können aber auch wieder raus und Rückzug machen. So, mal sehen. Nee, gucken. Da ist hinten.
Müssen wir das jetzt machen? Ich weiß jetzt nicht, ob man... Infomodus... Nee, ich wollte jetzt deswegen auch, laufen die da wieder lang. Ja gut. Machen wir anders. Das nervt mich jetzt ein bisschen. Einmal einen falschen Knopf gedrückt, das ist aber noch nie. Aber Moment, pass auf. Kann man den automatisch. Also das ist ja auch interessant, wenn man da reingeht. Wenn man da reingeht, dann kann man den automatischen Kampf hier im Spiel einschalten. Gut, dass wir das gemacht haben, das wusste ich nämlich vorher nicht. Mal sehen. Ich glaube, die KI ist besser, ja, als wir. Doch. Enemy down. So können wir das eigentlich immer machen, dass die KI das macht. Und wir schauen uns das Ganze an. Unit lost. Alter. Enemy down. Scharfschützen. Könnten wir sogar noch schaffen. Ich glaube, die einzige, die ja noch hat, geil, das explodiert. Flankiert. Enemy killed. Geil, noch ein Treffer. Oh. The Syndicate rules supreme. Wir haben gewonnen. So machen wir es jetzt immer, meine lieben Freunde. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge mit diesem krönenden Erfolg. Also wir gehen jetzt immer erstmal in normalen Kampf rein und dann machen wir es im Kampf automatisch. Da überlassen wir das der KI. Ich bin sowieso kein Profi da drin und die KI hat jetzt sogar stärkere Angreifer geschlagen. Weil die habt ihr mal gesehen, besser ist als ich selber. Weil das ist heutzutage auch logisch, ne? Ihr wisst ja mit KI und so, ne? Alles klar. So. Zeige ich euch das mal. Hier. Neue Kampagne. Da könnt ihr euch drauf freuen und ich auch. Gibt natürlich auch ein neues Imperium gründen, neuer Planet und mehr Spiele. Aber wir machen das, das und das werden wir auch noch testen. Ja, meine lieben Freunde, das war die neueste Folge Age of Wonders Planetfall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, mir hat Spaß gebracht. Dann bedanke ich mich dafür, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und dann wünsche ich euch immer noch einen recht schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye bye.